Wir wollen beten. Großer Gott, wir danken dir für die Versammlung hier heute Morgen. Wir danken dir für dieses Geschenk, dein Sabbat, was du uns gegeben hast. Das ist ein großes Geschenk. Und dafür danken dir. Wir danken dir auch für deinen Sohn Jesus, der für uns gestorben ist, damit wir ein großes Leben haben. Danke dafür, lieber Gott. Trotzdem, was wir dir danken, wollen wir dich bitten, uns unsere Schuld zu vergeben, denn wir sind ja Sünder. Lieber Gott, bitte segne die Predigt, segne deine Dienerin Gertrud und bitte gib ihr die Worte. Die Predigt wollen wir, dass es von dir kommt. Bitte schenke deine Kraft, schenke deine Weisheit, lieber Gott, und schenke auch vor allem den Mut, damit wir das Wort draußen zu den Leuten, zu den Menschen weiter verbringen können. Denn wir haben eben studiert. Wir sollen uns in den Leuten vermischen. Aber wie, lieber Gott? Wir brauchen deine Hilfe. Hilf uns und erstärke uns. Lieber Gott, segne uns allen, vor allem die Gäste, die heute zu uns gekommen sind. Segne Adventgemeinde hier in Aachen und segne Adventgemeinde weltweit. Segne uns allen und sei uns gnädig. Danke, lieber Gott, dass du uns immer zuhörst. Ich habe in Jesus Namen gebetet. Amen. Amen. Wir lesen das in Lukas 13, 10 bis 17 und da steht nur da berichtet. Ich lese das aus einer modernen neuen Übersetzung hier. Also Lukas 13 ab Vers 10. Als Jesus am Sabbat in einer Synagoge lehrte, als Jesus am Sabbat in einer Synagoge lehrte, befand sich eine Frau unter den Zuhörern, die seit 18 Jahren krank war. Ein böser Geist hatte sie verkrüppeln lassen. Sie war ganz verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden, und legte ihr die Hände auf. Sofort konnte sie sich wieder aufrichten und sie lobte Gott. Der Synagogenvorsteher aber ärgerte sich darüber, dass Jesus am Sabbat heilte und sagte zu der versammelten Menge, es gibt 6 Tage, die zum Arbeiten da sind. Kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnete ihm, ihr Heuchler, jeder von euch bindet am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke. Und diese Frau hier, die der Satan 18 Jahre lang gebunden hatte und die doch eine Tochter Abrahams ist, sie sollte an einem Sabbat nicht von ihrer Fessel befreit werden dürfen? Diese Antwort beschämte seine Widersacher. Aber das ganze Volk freute sich über die wunderbaren Dinge, die durch Jesus geschahen. Nennen wir die Frau Sarah. Sie hatte die Lebensmitte bereits überschritten. Ihr Mann war schon gestorben und ihre Kinder groß und aus dem Haus. Vor 18 Jahren hatten sie angefangen, die Rückenschmerzen. Mit der Zeit wurden sie immer stärker und manchmal fast unerträglich. Zugleich verkrümmte sich ihr Rücken mehr und mehr. Inzwischen konnte sie nicht mehr geradeaus, sondern nur noch nach unten schauen. Also ich habe wirklich in meiner Straße mal so eine Frau erlebt, die nur so ging. Ne? Wenn sie auf der Straße nach vorn schauen wollte, um nicht gegen ein Hindernis zu laufen, musste sie sich ganz stark nach hinten bücken, sodass immer die Gefahr bestand, dass sie hinfiel.
Und sie ist auch schon mehrmals gefallen und das hatte ihr neue Schmerzen eingebracht. Warum musste sie so leiden? Sarah war oft verzweifelt. Warum ließ Gott das zu? Wie oft hatte sie zu ihm gefleht, er möge ihr doch helfen? Auch heute war sie wieder in die Synagoge gekommen und schüttete im Stillen Gott ihr Herz aus. Herr, du bist doch allmächtig. Du kannst mir doch helfen. Ich glaube an deine große Macht. Was habe ich getan, dass deine Hand so schwer auf mir lastet? Bin ich sündiger als andere, dass es mir so geht? Ach Herr, erbarme dich doch meiner. Sie saß ganz hinten, in der letzten Reihe des Frauenabteils, damit sie möglichst nicht gesehen wurde und die anderen Frauen nicht über sie reden konnten. Zum Beispiel, was mag sie angestellt haben, dass Gott sie so straft? Wer weiß, vielleicht hat sie mal die Ehe gebrochen oder auf dem Markt was gestohlen. Ohne Grund kann sie ja nicht so krank sein. Sarah schluckte an ihren ungeweinten Tränen. Sie war sich keiner größeren Schuld bewusst. Dass ihr Schicksal so unerklärlich war, machte es ihr auch noch viel schlimmer. Über ihren Kummer hatte sie gar nicht registriert, dass heute ein Fremder in der Synagoge saß und jetzt aufstand, um das Schriftwort zu lesen und auszulegen. Sie achtete aber kaum darauf. Der Rücken schmerzte heute wieder besonders stark. Doch auf einmal hörte sie, wie dieser fremde Mann sie bei Namen rief und aufforderte, nach vorn zu kommen. Zögernd stand sie auf. Wenn ein Mann einer Frau einen Auftrag gab, musste man gehorchen. So war sie es gelehrt bekommen. Was wollte er von ihr? Ausgerechnet von ihr, dieser verkrümmten Frau? Vorsichtig tapste sie nach vorn. Nach vorn, dort, wo nur die Männer saßen. Hier war sie den Blicken der ganzen Versammlung ausgesetzt. Ihr Herz klopfte und das Blut stieg ihr zu Kopf. Wollte er sie vielleicht auch nach ihrer Lebensführung ausfragen und sie wegen ihrer Krankheit anklagen? Aufgrund ihrer Behinderung hatte sie Mühe, ihm ins Gesicht zu schauen. Doch was sie dann sah, löste ihr starke Gefühle in ihr aus. Er wirkte so anders als die meisten Männer, die sie kannte. Aus seinem Gesicht strahlte Güte und die Augen schauten so liebevoll auf sie. Ihr wurde ganz warm ums Herz. Wer war das? Sollte das etwa dieser Jesus von Nazareth sein, von dem sie schon gehört hatte? Seine Ausstrahlung ließ sie ganz ruhig werden. Sie hatte jetzt keine Angst mehr vor irgendwelchen unberechtigten Anschuldigungen. Im Gegenteil, eine ganz unbegreifliche Zuversicht erfüllte sie. Und schon trat dieser gütige junge Mann auf sie zu, legte ihr die Hände auf und sagte, sei frei von deiner Krankheit. Sei frei von deiner Krankheit, ist's möglich? Sie spürte, wie ihre Rückenmuskeln sich strafften, der Körper sich langsam aufrichtete und die Augen wieder gerade aussehen konnten. Geradeaus, direkt in die liebevollen Augen ihres Wohltäters. Das musste der verheißene Messias sein, denn er hatte sie auf wunderbare Weise geheilt. Also stimmte alles, was man ihr über ihn erzählt hatte. Sarah, die so stille und zurückhaltende Frau, brach in einen lauten Lobpreis Gottes aus. Ihr Glaube an den Herrn des Israels war also nicht vergeblich gewesen. Er hatte sich ihrer erbarmt. Er hatte ein Wunder an ihr getan und alle Welt konnte nun sehen, dass es nicht ihre Schuld war, weshalb sie so krank geworden war. Gelobt und gepriesen sei der Herr des Himmels. Doch Sarahs jubelnde Freude wurde jäh gedämpft durch das protestierende Gemurmel der Männer hinter ihr. Wie kommt dieser Jesus dazu, eine Frau nach vorne zu rufen, sozusagen hier vor ihre Nase? Und noch dazu so eine kranke, unansehnliche Person und dann am Sabbat hier so eine Heilungsshow abzuziehen? Der Synagogenvorsteher, von den Ältesten gedrängt, erhebt sich würdevoll. Aber er traut sich nicht, Jesus direkt anzugreifen. So wendet er sich an die Gläubigen im Raum, sie sollen sich doch bitte schön in der Woche heilen lassen und nicht am Sabbat. Und dabei vergisst er,
dass Sarah gar nicht um Heilung gebeten hatte, sondern dass Jesus es war, der sie in der letzten Reihe erspäht hatte und sie heilen wollte, weil er das Sehnen ihres Herzens kannte. Er hätte das natürlich auch an einem anderen Tag machen können oder weniger spektakulär, indem er sie einfach auf ihrem Sitzplatz geheilt hätte. Der Vorwurf des Gemeindevorstehers sollte ja in Wirklichkeit auch Jesus treffen. Aber er geht ins Leere, denn Jesus hatte an diesem Sabbat ja gar nicht gearbeitet. Ihm genügte ein Händeauflegen und ein Wort. Und die Frau war nach 18-jährigem Leiden geheilt. Doch Jesus geht auf die Vorwürfe des dieses Synagogenvorstehers ein, weil er den Zuhörern auf diese Weise noch einige Wahrheiten vermitteln kann. Die wichtigste ist die über die richtige Sabbatgestaltung. Unerschrocken bezeichnet er seine Zuhörer als Heuchler und er weist sie auf ihr eigenes Tun hin. Obwohl man doch Sabbat nicht arbeiten soll, binden sie ihre Tiere los und führen sie zur Tränke. Dort muss man dann ja einige Zeit warten, bis sie genug getrunken haben. Und dann werden sie wieder zurückgebracht, wieder angebunden und gefüttert. Und das nicht nur einmal, sondern mindestens dreimal am Tag. Und der Grund für diese Sabbatübertretung war nicht etwa Tierliebe, sondern die Tatsache, dass diese Tiere ihr Besitz sahen und ihren Lebensunterhalt sicherstellten. Darum kümmerten sie sich so sorgfältig um sie. Ihre Mitmenschen dagegen, und besonders die Frauen, sind ihnen ziemlich egal. Ich erinnere dabei nur an die Berichte von Lot in Sodom und dem alten Mann und seinem Gast, dem Leviten in Gibea, die ihre Töchter bzw. die Nebenfrau dem Mob anbieten und auch ausliefern, um ihre männlichen Besucher vor diesem Schicksal zu bewahren. Von dieser Haltung der Israeliten Frauen gegenüber weiß Jesus natürlich auch. Und er verurteilt sie ganz offensichtlich. Daher schlägt er den Bogen von den gut versorgten Tieren zu der kranken Frau. So wie ihre Tiere angebunden sind und losgelöst werden müssen, so war diese Frau 18 Jahre lang gebunden und nun hat er sie am Sabbat von ihren Banden gelöst. Und ihre Bande waren ungleich härter als die Stricke der Tiere. Es waren die Fesseln Satans, die sie unverschuldet tragen musste. Und die Befreiung von Satans Fesseln war ja gerade an einem Sabbat angebracht, wodurch dieser Tag auch für Befreiung steht. Denn in 5. Mose 5, Vers 6 und Vers 15, ich lese es wieder nach der neuen evangelistischen Übersetzung hier, 5. Mose 5, Vers 6, da wird bei der erneuten Aufzählung der 10 Gebote die Sabbatheiligung folgendermaßen begründet. Ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Und dann Vers 15, denk daran, dass du selbst Sklave in Ägypten warst und dass Jahwe, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Deshalb hat Jahwe, dein Gott, dir befohlen, den Sabbat zu feiern. Jesus vermittelt also nicht nur, dass man am Sabbat Mensch und Tier helfen sollte, sondern er sagt damit auch indirekt, dass alle Krankheiten der Menschen auf Satans Konto gehen. Die Mediziner unserer heutigen Zeit würden der Frau die Diagnose stellen, dass sie Bechterew hat. Eine fortschreitende Verkrümmung und Versteifung der Wirbelsäule. Aber Jesus blickt eben tiefer. Die weitere Lehre, die er ihnen erteilt, ist die, dass eine Frau nicht minderwertiger ist als ein Mann oder gar ein Tier. Deshalb holt er Sarah aus ihrer verschämten Ecke hervor, stellt sie in den Mittelpunkt, vollzieht die Heilung an ihr vor aller Augen und begründet sein Tun unter anderem mit der Feststellung, dass sie eine Tochter Abrahams ist. Eine was? Eine Tochter Abrahams? Meines Wissens kommt diese Bezeichnung in der Bibel nur dieses eine einzige Mal vor. Und ich vermute, dass Jesus diese Formulierung ganz gezielt verwendete.
Auch das war ungewöhnlich, denn normalerweise zählte bei den Juden immer nur die männliche Abstammungslinie. Damit also betont Jesus zusätzlich den Wert Sarahs, obwohl sie doch nur eine Frau war, aber eine Tochter Abrahams. Ebenso stellt er das allgemeine Verhalten der jüdischen Männer auf den Kopf und hält ihnen damit einen Spiegel vor. Jesus spricht in der Öffentlichkeit eine fremde Frau an und legt ihr sogar noch die Hände auf. Er fasst sie also auch noch an. Das wäre ja nicht unbedingt nötig gewesen, denn es gibt genügend Beispiele, wo Jesus ohne Berührung nur mit Worten geheilt hat. Und wie unerhört so ein Verhalten für die Juden war, erfahren wir bei der Begegnung Jesu mit der Samariterin, die wir in Johannes 4 finden, Vers 9. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samariterin. Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Und Vers 27. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. In dem Bericht wundern sich also nicht nur die Samariterin, sondern auch die Jünger, dass er mit einer fremden Frau sprach, die zusätzlich noch eine Ungläubige war. Für Jesus waren und sind eben alle seine Menschengeschöpfe gleich viel wert. Ob Mann oder Frau, ob Jude, Samariter oder Heide. Allen möchte er Wohltaten erweisen. Er möchte alle retten und erlösen, wenn sie nur wollen. Die vierte Belehrung ist die, dass er nicht wie ein irdischer Arzt heilt, sondern dass er hier als Schöpfer handelt. Nach 18-jährigem verkrümmten Rücken war Sarah sofort in der Lage, sich aufzurichten. Obwohl in der langen Zeit ihre Sehnen sich verkürzt hatten, ihr Knochenbau verändert und ihre Muskeln verkümmert waren. Keine irdische ärztliche Kunst hätte das vollbringen können. Es war eine Neuschöpfung, die er der Frau geschenkt hat. Dass an ihr nicht nur ein Heilungswunder, sondern auch eine Neuschöpfung geschehen war, war Sarah sicherlich noch nicht einmal bewusst. Und doch preist sie den Herrn überschwänglich für dieses Wunder. Und zur Ehrenrettung der Zuschauer und Augenzeugen dieser Wundertat Jesu muss gesagt werden, dass sie sich ob ihrer Hartherzigkeit und Werkgerechtigkeit schämten und sich mit der Geheilten freuten. Sie gaben dann lautstark Gott die Ehre. Und genau das war und ist stets das Ziel von Jesu Wundertaten. Durch seine Wundertaten soll Gott verherrlicht und die Menschen zu ihm näher herangeführt werden. Welche Lehren und Erkenntnisse ziehen wir nun für unser Leben, jetzt und heute, aus diesem biblischen Bericht? Jesus ist sehr aufmerksam und liebevoll und hat stets ein Auge für die Bedürfnisse der Menschen. Er sieht die Frau in der letzten Reihe, und sie war wahrscheinlich sehr klein noch aufgrund ihrer Verkrümmung, und er weiß, was sie für eine Hilfe braucht. Und so sieht er auch dich und mich und kennt unsere Nöte und Bedürfnisse. Und er ist jederzeit bereit zu helfen, wenn sich das mit seinem Plan für unser Leben vereinbaren lässt. Und das muss man auch ein bisschen dick unterstreichen, denn Gott hat oft einen Plan für uns, der anders aussieht. Und auch zu Jesu Zeiten wurden nicht alle Menschen geheilt, die da lebten. Wir müssen das also der Weisheit Gottes überlassen. Weiter, Jesus macht keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, zwischen Hochangesehenen und von der Gesellschaft Verachteten. Wir hatten das heute in der Lektion mit den Zöllnern und Sündern. Jeder wird von ihm gleich geliebt und darf auf seine Zuwendung und Hilfe hoffen. Für ihn gibt es keine sogenannten Randgruppen der Gesellschaft, die man am besten meidet. Das hatte er ja auch schon damals immer wieder gezeigt, indem er sich eben Zöllnern, Prostituierten und anderen Sündern zuwendete. Menschen, mit denen ein aufrechter Bürger nichts zu tun haben wollte. Diese Haltung eines
ernsten, echten Christens betont auch Paulus in Galater 3, Vers 27. Ich lese wieder nach der modernen Übersetzung, Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus bekleidet. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, keine Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zu einem geworden. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Wir alle sind also Abrahams Söhne und Töchter. Und wir haben quasi wie eine Burka, wenn wir jetzt mal noch auf unsere Kindergeschichte kommen, Christus angezogen, sodass die Menschen eigentlich, wenn sie uns sehen, nur Christus sehen sollten. Ein Anspruch, über den ihr nachdenken dürft. Heutzutage würde Paulus in seinem Zitat vielleicht auch noch die Flüchtlinge und andere Ausländer mit den verschiedensten Hautfarben und Aussehen aufzählen. Gerade hier ist ja eine äußerst internationale Gemeinde und wir alle, wie wir auch aussehen und wie wir auch sind und wo wir auch herkommen, dürfen wissen, dass Jesus uns liebt und uns retten möchte. Jesus deckt auch schonungslos Heuchelei und Selbstsucht auf. Das fromme Gehabe der Synagogenbesucher täuscht ihn nicht hinweg über ihre wahre Gesinnung. Und auch wir können nicht durch Frömmelei und Werksgerechtigkeit über unseren wahren Herzenszustand ihn im Unklaren lassen. Denn er sieht tiefer. Weiter, Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass der bedauernswerte Zustand unserer Welt und die Probleme unseres eigenen Lebens, Krankheiten und Tod letztlich immer auf Satans Wirken zurückgehen. Er hat die Sünde in die Welt gebracht und damit den stetigen Niedergang der einst sehr guten Schöpfung verursacht. Er ist der Strippenzieher bei Krieg, Terrorismus, Verbrechen und Unglück. Eine Freundin fragte mich vor ein paar Tagen, wieso dieser Hass in der Welt? Wo kommt der her? Tja, da konnte ich ihr gleich sagen, wo der herkommt. Entschuldigung. Das sieht auch Paulus so, der in 2. Korinther 12, Vers 7 davon spricht, dass ihn bei seiner Krankheit Satans Engel mit Fäusten schlägt. Und E.G. White sagt auch in den Spuren des großen Arztes, Krankheit, Leiden und Sterben sind das Werk einer ganz anderen, gegnerischen Macht. Satan ist der Zerstörer, Gott aber der Heilende und Helfende. Und Jesus weist darauf hin, dass der Sabbat nicht nur eine Erinnerung an die unvorstellbare Schöpfungskraft und seinen unglaublichen Einfallsreichtum dabei, sondern auch an die Befreiung aus Ägypten steht, also wobei Ägypten für die Herrschaft Satans steht. Der Sabbat ist ein Tag der Freude, der Hinwendung zu unserem Gott und der Gemeinschaft mit den Gläubigen, und bietet eben auch Zeit und Gelegenheit, Menschen Wohltaten zu tun, so wie Jesus geheilt hat. Und nicht zuletzt sollen wir erkennen, dass wir alle von der Sünde verkrümmt waren, unfähig aufrecht zu gehen. Wir konnten uns selbst nicht heilen. Aber es gibt keinen irdischen Arzt, der diese Sündenkrankheit heilen könnte. Erst die Begegnung mit Jesus macht uns und sein heilendes Handeln macht aus uns, wenn wir es zulassen, wieder aufrechte Menschen. Der Herr segne uns und lasse sein Angesicht über uns scheinen und gebe uns Frieden. Amen. Amen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du damals den Menschen so viel Wohltaten erwiesen hast und uns auch heute noch, wenn wir zu dir rufen, ja, wenn wir zu dir schreien, Herr, dann hilfst du uns auch heute noch. Und ich möchte dir persönlich danken für die vielen Gebetserhörungen, auch gerade in Krankheiten, die ich erleben durfte. Und Herr, wir bitten dich einfach, dass du weiter bei uns bist, dass du uns deine Gnade schenkst und deine Liebe und deine Fürsorge ohne Rücksicht auf unser Aussehen, auf unser Verhalten und auch auf unsere Sündigkeit. Denn Herr, du vergibst uns unsere Schuld, wenn wir zu dir kommen und um Vergebung bitten.
Und das möchten wir jetzt auch wieder tun. Herr, vergib uns alles, wo wir nicht recht vor dir gehandelt und gesprochen und gedacht haben. Und nimm uns wieder an als deine Kinder, als Kinder Abrahams, die einmal mit allen Gläubigen zusammen das himmlische Erbe antreten dürfen. Herr, segne und bewahre uns um deiner Liebe willen. Amen. Amen.